Also. Also, nun, so ist der gute Neidhart mit dem Rollental. Also ohne den Rollental, aber mit dem Neidhart halt, mit der Prinzessin zum Hut gegangen. Und Neidhart hat den Hut gelüpft. Nun, jedoch. Das ist das Problem. In der Tat. Denn Neidhart hatte eine lange. Eine lange Feindschaft, also so irgendwas mit. Mit den Bauernbuben. Oder mit den Bauernlümmeln. Nun, jedenfalls sind das benachbarte Männer, welche er die Bauernlümmel nannte, mit denen er einen ziemlich großen, bösen Konflikt hatte. Oje. Nun, so kam es, dass er den Hut lüpfte und nicht das vorfand, was er eigentlich wollte. Und zwar ein Häuflein Fäkalien. Nun, der Prinzessin hat das nicht sehr gut gefallen. Neidhart beteuerte so, ach Gott, nein, davor war doch noch das Weilchen da, was kann ich denn tun, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Nein, so glauben Sie mir doch, Prinzessin. Hat es aber nicht geschafft. Ja. Kein Küsschen von der Prinzessin. Schade. Nein. Schade. Aber der Neidhart, der wusste, wer das war. Und zwar die bereits erwähnten Bauernlümmel. So ging er ins Dorf der Bauernlümmel, wo sie bereits ein großes Fest zu Ehren des Veilchens gemacht haben. Sie haben das Veilchen auf einen großen Stab gehängt und sind mit Musik untertrunken und rumgetanzt. Und haben halt den Anfang des Frühlings gefeiert. Nun, so kam halt Neidhart und verdrosch sie. Mit der Parierstange seines Schwertes. Bis alle Bauernlümmel grün und blau waren. Wie das Bällchen, eigentlich. Nun, da er aber trotzdem die Bauernlümmel von den Veilchen unterscheiden konnte, nahm er sich das Veilchen vom Stab und brachte es doch noch der Prinzessin. Und ja. Was war mit dem Küsschen? Da ist die böse Angewohnheit, zwischen jedem Stück eine Grimasse zu ziehen, kommt jetzt etwas langsam. Habt ihr es gemerkt vorher? Nein. Welche wollen wir spielen? Eine Masurke. Aber welche Masurke? Ja, eine Masurke halt. Okay, dann spiele ich einfach Nina. Gut. Genau. Thank you.